Willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer weiteren Folge von Eco mit Kupferbarren, Eisenerz, einer mit vollem Mund jetzt gleich sprechenden Chi. Nee, gar nicht wahr. Hast du aber jetzt sehr schnell gekaut? Ja, das Schöne ist, es sind Linsen. Man könnte jetzt meinen, Chi, wenn man jetzt böse wäre, du bist in Schlucken geübt. Bin ich auch. Nee, aber es sind einfach Linsen, die kann ich mit der Zunge zerdrücken und dann runterschlucken. Okay. Ich habe jetzt nichts gegessen. Nein! Oh. Du hast Eisenerz gefunden, ne? Ja. Okay. Muss aber essen. Ich vergaß. Das Krokodil hat mich so abgelenkt. Ich habe einen Ohrwurm. Du hast einen Ohrwurm? Ja. Wovon? Grandson, Blood and Water. Okay, das sagt mir jetzt gerade nichts. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ich weiß gar nicht, welche Musik hörst du? Keine. Genau. Chi, ich beantworte gleich deine Frage, aber ich muss dir erst eine ganz bittere Mitteilung machen. Ich brauche Lehm. Ich will jetzt nicht Lehm buddeln. Nein, musst du auch nicht. Oh, wir haben ja hier noch einige Karren voll mit Lehm stehen, wie ich sehe. Ja, ein bisschen. Okay, ich nehme den hier mal mit. Eine Musik. Ja, eigentlich alles, aber... Jetzt nichts Spezielles. Es gibt jetzt nicht so eine Musikrichtung, wo ich sage, ja, die und nichts anderes. Also hörst du alles? Ja, im Endeffekt. Schlager auch? Eher weniger. Das ist somit das Einzige, was ich jetzt nicht so aktiv krass höre. Was ist dein Lieblingslied? Was mein Lieblingslied? Ich habe gar nicht. Also so ein Lieblingslied habe ich nicht. Was ist eins deiner liebsten Lieder? Oh, die Leute, die ich mal hier kennenlernen. Oh, wenn man das mal so spontan wüsste. Ja, du musst nachdenken. Du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit. Die ganze Folge. Ja, du weißt, wenn ich das nicht aktiv mache, dann habe ich es gleich wieder vergessen. Also ich höre zum Beispiel tatsächlich... Una und Santiano ganz gerne. Das ist dieses Mittelalterzeug, ne? Ja, so ein bisschen Folklore-Richtung oder sowas. Das Mittelalter würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, sagen, aber so Richtung so ein bisschen Fantasy-Folklore und so weiter. Also jetzt nicht. Nee, ich jetzt auch nicht nur, ne? Aber halt. Du wolltest irgendwas hören, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Nee, ist okay. Hat mich jetzt auch also spontan interessiert. Ich meine, ich habe auch andere Sachen. Ich höre auch Charts, Pop, R&B, keine Ahnung, Rock. Alles dabei. Aha. Ich habe auch Lieder von Rammstein, Chi. Ja, aber Benzin hast du immer noch nicht gehört. Natürlich nicht. Aber das spielt auch keine Rolle hier in diesem Spiel. Ich meine, haben wir etwa Benzin? Irgendwann schon. Möglicherweise, okay. So, ich mache jetzt gerade Advanced Upgrade 1. Da können wir nämlich die Da können wir nämlich die Efficiency, also die Ressourcenkosten um 10% senken und die Craft Time ebenfalls um 10%. Ich brauche einen Wagen. Ein Wagen? Ja. Warte. Wow. Welcher ist es denn? Nervöses Kacken. Ah, schön. Habe ich auch öfter. Ist das so? Ja. Dachte, Frauen kacken nicht. Stimmt, ich vergaß. Entschuldigung. Okay, so. Das läuft scheinbar dann.
Oh, bitte lass uns da durchpassen. Bitte lass uns da... Ja, no! Scheiße. Ich habe eventuell gerade den Kaktus. Sehr lieb. Oh, jetzt stehe ich auf dem Kaktus. Du, ich sehe das. Was? Ich sehe das. Das Hui! Hallo, Häschen. Ja, der Kaktus war jetzt mal. Boah, wieder eine hüpft die ganze Zeit, wie so ein kleines Kackstückchen, was vom Runterspülen immer wieder hochhüpft. Hui! Mal gucken, wie lange das macht. Au! Hui! Das eskaliert voll! Oh, es wird... Nein, hui! Piu! Piu, piu, piu! Ist das ein haben wir gerade ein Perpetuum mobile erschaffen? Was für ein Vieh? Ein Perpetuum mobile, kennst du es nicht? Nein. Das ist ein Ding, wenn du das einmal anstößt, dann hört es nie wieder auf, ohne dass du es mit erneuter Energie versorgen musst. Das ist quasi der Idealzustand von Energie und Leistung. Energie nutzen, Leistung nutzen, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Weil das wäre quasi verlustfreier Nutzen von Energie. Es hört übrigens nicht auf. Guck mal, Chi, hier. Verstehe ich das? Nee. Ich bin auch mit dem scheiße Klümpchen beschäftigt, das da raushüpft. Wie das einfach aussieht. Blub. Blub. Na, das hört nicht mehr auf. Ja, du musst es rausfischen. Oh nein, nein, nein! Oh. Aber wie findest du das hier? Warte, ich sehe es nicht. Oder meinst du das Windrad? Ja. Ach so, ja, das ist cool. Ich meine, jetzt müssten wir doch eigentlich... Ach so, es macht natürlich Sinn, das rüberzuholen. Eigentlich ist eigentlich kein Wort, scheiße. Ja. Siehst du mich gerade? Nein, gerade nicht. Bum, bum. Ach, da bist du. Was dampft da so? Die Schmiede. Nein. Nein, das ist ein Wasserfall. Eventuell habe ich nervöses Kacken versenkt. Aber nur eventuell. Aber ich will ihn jetzt nicht rausholen. Was sind das denn für obszöne Fragen hier? Ich bin nicht berechtigt, Kidmas Eigentum zu machen. Ja, dann ist er wohl tot. Was? Du bist nicht berechtigt, dies auf Kidmas Eigentum zu... Entschuldigung, ich darf auch dein Eigentum nicht machen. Aber ich brauche einen Wagen. Du musst schnell herkommen. Bitte, bitte. Ich bin gerade noch beschäftigt. Bedulde dich kurz einen Moment. So, Power. Ja, es funktioniert. Okay, das heißt, ich muss ihn noch irgendwie die Lager mal rüberholen. Du brauchst einen Wagen. Ja, am besten den, auf dem ich stehe. Achso, ich dachte, ich wollte jetzt gerade einen neuen vorbeibringen. Mhm. Ah, gut, komm, dann... Muss den einen kurz für mich freigeben. Ist dafür freigegeben? Sonst könntest du ihn nicht benutzen. Nein, du bist nicht bereit, in dieser Kidmas Eigentum zu machen. Ey! Danke. Du bist nicht bereit, in dieser Kidmas Eigentum zu machen. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. So. Thank you. Und bitte nicht wieder versenken. Also, das, weißt du, was lustig ist? Was denn? Ich habe ihn jetzt einfach nur 2 Zentimeter weiter geschoben. Weil ich nicht weiter komme. Es läuft. Das ist ja alles drin. Bisschen Pizza, bisschen Roast Beef. Was muss da jetzt wieder kommen? Hey, das ist mein Job, Scheiße zu labern.
Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. So, was ist hier? Okay, das kann hier noch erstmal bleiben, glaube ich. Aber die muss ich noch mitnehmen. Ich habe jetzt lauter Linsen zwischen den Zähnen. I. Super unangenehm. Aber Linsen schmecken echt gut. Nein, tu's nicht. Danke. So, kann ich jetzt hier... Nein. Ich sehe überhaupt nichts. Mach die Augen auf. Hier ist einfach zu viel grün. Dann brennt's weg. Das war jetzt... Ja, habe ich jetzt auch. Das ist nochmal eins weiter nach hinten setzen. Ja! So. Okay. Da 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 da. Achso, ist schon leer. Da. So, dann die Rockerbox. Da. 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 Hier die Ecke. Da. 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 Ich bin die beste Eisenabbauerin, die es gibt. Ich hätte gerne mal in Minecraft so viel Eisen. Das wäre schön. Da. 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 Ja, okay. Das, was du von mir wissen wolltest, was ich dir erklären sollte, ist nichts für die Aufnahme geeignet, oder? Nein, das okay. Sollten wir abseits der Aufnahme machen. Also nicht, weil es was ganz Schlimmes wäre, wo wir Angst haben müssen, dass die Folge gestrikt wird, sondern einfach, weil es überhaupt nichts mit zu tun hat. Okay. Ich wollte nur nachfragen aus Neugierde, weil ich das vorhin gerade vergessen habe. Gut. Huch. So viel wundervolles Eisen. Wo kann ich denn jetzt Advanced Upgrade 2 machen? Beim Klaus. Advanced Upgrade 2. Herstellbarer Brennofen? Aber ich finde es immer schön, dass sie in manchen Sachen deutsch betitelt sind und in anderen wieder englisch. Und du denkst dir jedes Mal, was bist du jetzt eigentlich? Ein bisschen, ne? Ja. Okay, ich brauche, um Advanced Upgrade 2 zu machen, brauche ich Glasverarbeitung auf Stufe 4. Na dann, hey, fun. Dann packe ich jetzt erstmal nur das Stufe 1 Ding überall rein, wo ich kann. Kann ich das hier auch reinpacken? Nur hier geht es wahrscheinlich nur mit Basic. Ach Basic. Nee, warum ist denn jetzt meine Spitzhacke wieder kaputt? Da, 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 da. Wow! Scheiße, daneben. So. Hast du schon mal eine Rutsche Eisen, die du mir vorbeibringen könntest? Und ich bin gerade dabei, im Wagen aufzuladen. Okay. Gib mir noch ein bisschen. Okay. Verzeihung. Ich glaube, 80 habe ich jetzt nicht krank werden. Ne, ich habe mich verschluckt. Ach so. Nicht ersticken, bitte. Jetzt dachte ich gerade, du kommst vorbei, aber es war einfach nur ein Hirsch. Ich bin gerade, ne, Entschuldigung, ich bin gerade beim Brennofen und guck, was noch alles möglich ist. Aber ehrlich gesagt, das ist halt total bescheuert. Kommst du denn mit einem leeren Wagen vorbei dann wieder? Weil ich habe ja noch ein bisschen Eisen. Ja! Aber mein jetziger ist auch nicht voll, ne? Glaube ich. Nee, da fehlt noch ein bisschen was.
Meine Spitzhacke ist kaputt. Hast du gerade eiskalt den Wagen ausgetauscht? Noch nicht. Ey. Immer muss man auf ihn warten. Danke. Ja, ich nehme das schon mal mit, dann kann ich das nämlich schon mal einschmelzen. Weil die haben gerade nichts zu tun, die Werkbänke. Das geht aber gar nicht, die Formsäcke. Ja, das ist verschenkte Zeitschi. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Kannst du es nicht vortäuschen? Nee, ich glaube vorschützen. Nein, ich glaube es heißt vortäuschen. Es wurde letztens behauptet, ich bin ein Klugscheißer. Bin mir nicht sicher, ob das so oder so ist. Ich muss meine Spitzhacke reparieren. Crushed Iron Ore. Was ist das? Crushed Sandstone. Ich glaube, ich humpel. Warum hast du denn den Wagen aufgestellt? Das war ich nicht, das müssen die Tiere gewesen sein. Natürlich. Aber hey, vielleicht vermissen sie die Kunst von Mademoiselle Chichi Popu. Ja, das glaube ich auch. Ich vermisse die auch schon. Gucken, la, la, wir haben ja jetzt hier unten Ground Pollution. La, la. Ja, die ganze unten, die ganze Wettscheiße klebt. Wir spielen jetzt Eco schon seit 100 Tagen. 101 Tag. Ja. Und sind jetzt bei Folge 52. Hm. Ich glaube, das ist gar nicht mal so gut. Das ist gar nicht mal so gut. Also gar nicht mal so. Ah, oh, mir fehlen Bohnen. Gar nicht mal so viel. Nö, also mir kommt's auch nicht so vor, muss ich sagen. Ja. Was kann ich denn alles dann aus Eisen machen? Das geht hauptsächlich auf meine Kappe, weil ich irgendwie nie da bin. Ja, Wolf. Oh. Ich kann, eine der nächsten Werkbänke, die ich herstellen kann, ist übrigens ein Backofen-Chi. Yay! Die Frage ist nur, wo stellen wir ihn hin? Zu mir ins Haus. Nein, keine Ahnung. Eine Bäckerei! Oh, eine Bäckerei! Ich glaube, die mache ich auch mal aus Ziegelstein. Fuck, noch eins. Warum bin ich nochmal aus der Mine gegangen? Um mein scheiß Werkzeug zu reparieren. Was habe ich jetzt gemacht? Nicht mein Werkzeug repariert. Ist zum Kotzen, sage ich dir. Hm. Ah. Ja, du doofe Spitzhacke. Obwohl. Guten Tag. Guten Tag. Sag mal, ich hänge die ganze Zeit. Alter, ich habe ein Talent, immer um dieselbe Uhrzeit auf OBS zu gucken. Vorhin gerade schon in der ersten Folge nach 18 Minuten, jetzt wieder nach 18 Minuten. Mir fällt das gar nicht auf. Doch mir jetzt gerade, weil es wieder 18 Minuten sind. Ich glaube, letzte Woche habe ich auch jedes Mal bei 18 Minuten auf die Uhr geguckt. Gut, das ist dann wirklich ein Talent. Ja. Genauso wie ich schon voll oft einfach Folgen auf die exakte Länge geschnitten habe. Unbeabsichtigt. Es freut dann meinen inneren Monk immer ein bisschen. Ja, ich kenne das. Sag mal, warum bist du eigentlich auf meinen Kopfhörern so unver... Aha, deswegen. Hm? Du warst lauter als sonst. Und dann habe ich gemerkt, was war der Grund? Meine Kopfhörer sind einfach lauter gestellt. Ah. Krasse Geschichte, ne? Ja, da hängt das eine mit dem anderen ja zusammen. Hm. Wahnsinn. Das ist ein Fall für X-Faktor.
Da sind irgendwo die Folgen online, ich weiß aber nicht wo. Oh Gott. Was denn? Ich überlege gerade hier neben Schneidermacher Leuters die Bäckerei hinzusetzen. Die muss ja jetzt nicht wirklich sehr groß sein. Ich glaube, da werden wir nicht so viel anbauen müssen. Okay, du bist jetzt durch. Das ist gut. Alter, hier unten ist sehr viel Eisen. Aber im Anbetracht der Tatsache, wie viel Eisen wir brauchen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das, ich wollte gerade sagen, also definitiv nicht verkehrt. Piu. Das mit diesen unterirdischen Lagern, ne? Also mit den unter den Häusern Lager zu bauen. Mhm. Ich finde diese Idee ja vom Grundsatz her sehr gut. Mhm. Aber? Ich hab da keinen Bock drauf. Dachte ich mir jetzt, dass das kommt. Ja, es ist einfach so. Aber es ist halt smart. Es ist halt einfach so. Smart. Es passiert einfach nichts. Du hast das Gefühl, du kommst überhaupt nicht voran. Es ist trotzdem smart. Außerdem kannst du dann das Lager immer nach dem Haus oben drüber benennen und dann wissen wir immer, welches Lager zu welchem Haus gehört. Das habe ich ja auch gemacht bei den. Ja, weiß ich schon. Gemacht habe, aber das fand ich ja auch gut. Ich meine, ich komme trotzdem bei den ganzen Lagern mittlerweile durcheinander, bis ich das Richtige rausgesucht habe, aber es wäre ohne noch schwieriger. Wie gesagt, das freut mein Ordnungswahn. Tio, Tio, Tio. Pfi, Pfi, Pfi. Oh, hallo, Reh. Och, dieser Ohrwurm. Welcher Ohrwurm? Immer noch Grandson und Blood and Water. Okay. Und was ist so die Woche bei dir passiert, Chi? Wir haben jetzt Dienstag. Ja, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Achso, ja, ich habe gearbeitet. Gestreamt. Mhm. Ich habe für YouTube aufgenommen. Wirklich? Ja. Ja? Okay. Und bei dir so? Du, ich habe gearbeitet. Ich habe noch mehr gearbeitet. Zwischendurch mal einen Stream gehabt. Bisschen aufgenommen. Gearbeitet. Und dann war heute. Fühl ich. Unser Leben ist äußerst spannend. Ja, ne? Es ist ja. Wahnsinn. Ich. Oh, ernsthaft? Ich keine. Sandstone? Oh, ich habe hier ganz viel Sandstone. Nein, ich meine die fertigen, schon verarbeiteten. Ach so. Ich habe hier ganz viel unverarbeiteten. Verarbeiteten. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich mach das dann so. Achso, ich muss ja erstmal auf den Hammer wieder. Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst, dem Outfit Hammer. Die einfach sofort beide bei diesem Lied sind. Wahrscheinlich, wenn uns jetzt ganz junge Zuschauer zuschauen, die haben keine Ahnung mehr, von welchem Lied wir hier eigentlich reden. Meinst du, so schlimm wird es sein? Ja. Bei wie alt ist das? Ich glaube nicht, dass das Einzel. Okay, warte. Google Time mit Chi. 2008 würde ich jetzt mal einfach in den Raum werfen. Okay, Hammer von Culture
Kann die. Oh Gott, die zweite Suchanfrage ist schon ja, das ist nicht gut. Welchen Gehaltstag kann der? Habe ich noch nie gehört. Ah, 2007. Oh, guck mal, ich war gar nicht mal so schlecht mit 2008. Ja, das heißt, die 21-Jährigen waren gerade halt 7, als das Lied rauskam. Weißt du, mit 7 Jahren, da habe ich Schlümpfe gehört. Ich weiß gar nicht, was ich mit 7. 2001, Britney Spears. Britney Spears. Ja gut, das haben, glaube ich, alle Mädchen damals gemacht, oder? Ich glaube schon, ja. Oder, nee, ich habe aber auch schon sehr, sehr früh Linkin Park gehört. Ah, ich, keine Ahnung ich gehabt, von was sie singen, aber ich fand's cool. Ich finde sowieso, dass das Chester Bennington war, ist einer der besten Sänger der Welt gewesen. Das ist true. Das muss man einfach mal so anerkennen. Hm. Und jeder, der was anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Richtig. Das hat mich auch tatsächlich, hat mich der Tod sehr getroffen. Also, ich muss sagen, ehrlicherweise, dass Linkin Park nie so sehr meine Band war. Die hatten, okay, ich doch das andere, das stört mich sonst, dass es nicht gleich ist. Die haben ein paar ganz nette Lieder gehabt, aber kann jetzt nicht sagen, dass ich da richtig begeistert von denen war. Aber Chester Bennington war einfach, der war genial. Das war einfach, diese Stimme, die ist legendär. Ja, bei mir war Linkin Park so der Einstieg in Rock. Das war die erste Rockband, die ich gehört habe. Und dann folgten ganz viele. Hm. Ich höre einen Karren. Hanchi, wo willst du mit dem Eisenerz hin? Keine Ahnung. Hier. Andere Richtung, ich brauche das hier hinten. Ist okay. Eventuell habe ich gerade den Otto überfahren. Ja, du hast ihn nochmal überfahren. Guck mal, der Büffel rächt jetzt. Den Otter. Ja. Kann ich meinen Schlepptepp mitnehmen? Ja. Da passt aber nicht so viel rein. Du kannst, glaube ich, auch in den anderen Karren rein, theoretisch. Nein, da mitnehmen. Ist Erde drin. Ich nehme nur leere Karren. Ah ja, stimmt. Da bin ich momentan dabei aufzufüllen. Sorry. So, dann hier wieder Crushed Iron Ore. Was ich aber auch liebe, ist Muse. Der Sänger ist auch absolut genial. Muse? Oh. Muse, ja. Also Muse. Oh, ich glaube, ich hatte mal was von dem gehört. Das ist aber absolut genial. Ewig. Die Band gibt es ja auch schon ewig. So, noch 10 Sekunden, dann ist das hier durch. Aber kann ich auch nur empfehlen. Ich bin hier immer noch nicht durch mit meinem Eisen. Ich schmelze jetzt zum ersten Mal Eisen. Yay. Glaube ich. Warum will er das nicht? Achso, weil es in dem anderen Lagerplatz ist, der noch nicht angeschlossen ist. Ah, mach es weg! Fenster. Da-da-da-da-dam. Du-du-dum. 33 Eisen kriegen wir daraus. Nice. Yay. Dauert nur 20 Minuten. Ja, hey. Das dauert einfach so unglaublich lange. Und ich habe da schon ein Advanced-Dings reingepackt. Das ist zumindest 10% weniger. Sonst wäre es nochmal 2 Minuten länger. Ja, ich brauche Sandstone. Ich gehe mal in die Mine. Ach, nervöses Kacken gesteht im Weg. Entschuldigung. Ach, dann halte ich Kack ja nicht. Entschuldigung. So. Ich kann nichts dafür, wenn du dich angesprochen fühlst. Entschuldigung. Angewohnheit. Ja, das Schöne ist natürlich nur, dass die Mine hier einfach voll ist mit Müll. Quatsch! Das macht's mir nicht gerade einfacher, Chim. Ich hole noch ein bisschen Eisen hier raus. Wie viel Eisen willst du denn noch? Soll ich den Schlepptipp noch voll machen? Wie viel ich will? Alles. Du, dann sitze ich hier noch ein paar Stündchen. Na, alles gut. Mit dem Tsch. Wow. Nein, ist es, dass das Schlepptipp voll reicht. Okay.
Mein Schlepptipp noch voll. Ekel Alfred steht auch noch hier unten. Ist ganz gut, dass er hier bei dem Wet Tailing steht. Ich muss meine Spitzhacke reparieren, Spitzhacke reparieren, Spitzhacke reparieren. Ja. Huch. Oh, ich Stufenaufstieg schmelzen. Spitzhacke reparieren. Geht's jetzt zum Stufenaufstieg? Die Frage ist... Danke, danke. Wie viel brauche ich davon eigentlich? 5. Ich mach nochmal eine Reihe. You are too hungry to work. Ja, dann hier, ich habe noch 5000 Kilo gegrillte Tomaten in der Tasche. Verstehe ich gar nicht, warum. Kann ich mal meine Tasche etwas leer essen, damit ich wieder mehr mitnehmen kann? Ja, weil du deinen Teller nicht aufgegessen hast. Wird jetzt morgen schlechtes Wetter. Oh, ich glaube, wenn ich die, keine Ahnung, wie viele Tausende von Kilos, die ich hier in der Tasche habe, wegessen müsste, damit es besseres Wetter wird, dann gute Nacht. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen, mit A, Näglein besteckt. Hattest du eigentlich nochmal wieder unter Eco irgendeinen Kommentar? Schlupf unter die Deck. Ja. Echt? Ja. Let me know. Ich meine, ich stalke jetzt nicht alles von dir. Schlecht, weil ich weiß es nicht mehr. Oh. Also, liebe Leute, schreibt doch mal bitte bei der Chi unter die Folge irgendwelche lieben Kommentare. Ich krieg immer liebe Kommentare. Ja, daran zweifle ich nicht. Und am liebsten gefallen mir immer die mit, hey, geh doch mal auf meinen Kanal. Das sind mir die liebsten. Oh, ne, die kriege ich gar nicht tatsächlich. Oh. Ja, so ein Minecraft-Ding. Das ist fürchterlich. Oh. Nö, also, selbst wenn ich sie bekommen würde, ganz ehrlich, ich ignoriere solche Menschen. Muss ich leider... Bei mir gibt es immer einen Daumen runter und einen Kommentar. Eigenwerbung auf andere Leute Kanäle. Scheiße. Nee, stinkt. Bei mir stinkt's immer. Stinkt. Ja. Nö, mich würde das einfach, wäre so voll egal. Irgendwie stinken die immer. Boah, das passt genau. Boah, weißt du, auf welchen Film ich jetzt Bock habe? Captain America. Ja. Das Alter, ich ist mittlerweile, ehrlich gesagt, wundert mich das gar nicht mehr. Habe ich irgendwie so ein Captain America weiß Film ich nicht. Für dich? Immer wenn ich mit dir Eco aufnehme, habe ich auf einmal Bock auf Captain America. Erinnere ich dich etwa an Captain America? Nein. Dankeschön, Steve. Nein. So, ich nehme hier gerade ein paar Wet Tailings raus. Ich habe gerade überlegt, ob du auch nur irgendwelche Ähnlichkeiten hast, zumindest äußerlich, aber nö. Du, ich will gar keine Ähnlichkeit mit Captain America haben, also alles gut. Ich bin Kidma. Das ist auf die eigene Art und Weise was Besseres, Schlechteres, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich habe jetzt trotzdem Bock auf Captain America. Doch musst du ihn dir gleich ansehen, Chi. Mhm. Das geht zum Glück immer sehr schnell hier. So. Wir müssen die Folge beenden. Oh ja, ich sehe gerade. Ja, dann bauen wir das Fundament eben beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, Freunde, was haben wir diese Folge eigentlich gemacht, außer Eisen abbauen und ich weiß nicht mehr, was habe ich denn überhaupt gemacht? Ich kann das nicht. Bei dir kann ich es ja sogar definieren, bei mir nicht mal. Oh, ich habe, glaube ich, ausgehoben. Naja, egal. Nächste Folge dann. Geht's spannend weiter. Was denn? Bye-bye.